Moin Moin, ich bin heute bei einem alten Waldkindergarten, der schon verlassen wurde. Wir gehen da gerade mal rüber. Man hört eine Straße, die ist nahe Brei. Man hört aber auch die Vögel. Und hier ist schon mal das erste Gebäude. Es sieht für mich wie so ein Unterstand aus, der dafür gemacht wurde, falls es regnet oder falls es auch dauerhaft regnet oder zum Essen. Gehen da mal kurz hoch, da steht auch noch ein Tisch. Spielkarten. So hat das Ganze mal ausgesehen. Ich denke, es gibt nicht mehr allzu viel zu sehen. Da unten in dem Gebäude, da könnte noch was zu finden sein. Da gehen wir gleich mal hin. Da steht auch schon eine Leiter am Fenster. Was das hier ist, das weiß ich nicht ganz genau. Es sieht aber so aus wie ein Wasserkanal. Es sieht aus wie so ein Wasserkanal, der von ganz da oben kommt. Das abfließende Wasser, das vom Berg runterkommt, einfach nicht hier reinläuft, sondern unten durchgeführt wird. Sind auch noch die Gitter, wie man sieht, wahrscheinlich, dass auch die Kinder da nicht reinsteigen. Da drüben, da gibt es auch noch eine Bank, da könnte man sich setzen. Hier sind zwei Pfeiler, gehen wir mal außen rum. Der da drüben, da war wahrscheinlich auch noch mal ein Dach oder sowas ähnliches aufgebaut, dass man hier sitzen kann, vielleicht sogar eine Feuerstelle. Aber so wie das Ganze aussieht, wurde da schon ewig lange nichts mehr gemacht. Die Schauer alle schon zugewachsen. Und ich würde sagen, wir gehen mal da runter. Das dürfte das Hauptgebäude gewesen sein. Und schauen uns das mal an. Das ganze Ding ist das Hauptgebäude. Hier steht auch eine Leitung. Wir machen es aber wie immer. Wir gehen einmal außen rum, beziehungsweise in dem Fall schauen wir einfach, was die Tür so sagt. Ja. Hier sieht es noch richtig viel Müll aus. Oh Mann. Okay. Liegen, Schränke und so weiter. Das ist ein Schloss. Ist abgeschlossen. Ist auch okay. Hier war mal ein Schild mit Witt.
was auch immer Witt in diesem Fall bedeutet. Videoaufnahme nicht zugelassen wahrscheinlich. Aber es gibt keine Fenster mehr. So sieht es drinnen aus. Hier drüben ist die Tür. Das ist der erste Raum. Wir gehen einfach mal zum zweiten Raum, wo die Leiter steht. Hier ist die Leiter. Und so sieht es drinnen aus. Noch ein Regal. Da stehen noch Liegen und ein Krug. Wie die Stämme da reinkommen, keine Ahnung. Und das war's auch schon von diesem Waldspielplatz. Warum der verlassen ist, vielleicht weiß es jemand, vielleicht war schon mal jemand hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ob ihr in einem normalen Kindergarten wart oder in so einem Waldkindergarten. Was so die Unterschiede sind zwischen Waldkindergarten und normalen Kindergarten. Natürlich die Natur, ganz klar, wir sind näher dran. Aber zwischenzeitlich in der ganzen digitalen Welt wäre es wahrscheinlich besser, wenn es mehr Waldkindergärten gäbe für unsere Kinder, dass sie die Nähe zur Natur besser lernen und auch verstehen können. Und klickt doch bitte den Abo-Button, mit dem würdet ihr mir sehr weiterhelfen. Ich freue mich über eure ganze Unterstützung. Es sind zwischenzeitlich über 250 Leute, die mich unterstützen. Danke an jeden Einzelnen und ich freue mich auf alle anderen, die noch dazukommen. Ich sage danke. Ciao.